Nacht gut verbracht, hoffe ich alle. Ich komme irgendwie immer noch nicht darauf klar, Sarik, euch in Miraks Rüstung zu sehen. Aber ich fand, wenn er schon sein Leben ausgehaucht hat, kann seine Rüstung uns noch gut dienen. Außerdem bin ich irgendwie ihm nicht böse. Er war nur ein fehlgeleiteter Mann, dessen Machthunger zu groß wurde. Und wenn man sich mit Detra einlässt, die einen nicht wohlgesonnen sind, darf man sich am Ende des Tages nicht wundern, wenn dabei etwas schief gehen kann. Lord Chigalek ist da viel, viel besser. Er hasst die anderen Detras auf den Tod. Und für ihn ist Ordnung das Wichtigste auf dem Planeten. Und genau das ist das, was ich mich auch, dass ich mich auch darauf einigen kann, ist, dass Ordnung es ist, die unser Ökosystem am Leben erhält. Und all das Chaos muss beseitigt werden. Da oben ist ein Stein. Ja. Aber es ist schön, wieder zurück in Skyrim zu sein. Wieder hier zu sein. Aber das bringt dann auch wieder die allgemeinen neuen Probleme mit sich. Kätzchen, haben wir Probleme? Ich hoffe nicht. Ja, ja. Kann sich sonst mit dem Kätzchen da anlegen. Ich habe keine Ambitionen. Wir wollen ja... Was wollen wir eigentlich? Genau, Delphin treffen. Sie meint, der hat ja noch was. Eine Wolfschädelhöhle sollen wir noch säubern. Der Schrein von Bohisia ist hinter uns. Weiß nicht. Bohisia. Oh, das sieht nicht gut aus. Was jetzt? Oh, den Göttern sei Dank. Ich bin schon so lang allein unterwegs, dass ich nicht gedacht hätte, noch mal jemand anders zu treffen. Ganz ruhig. Sag mir, was passiert ist. Vor Wochen wurde ich von diesen Banditen entführt. Sie sperrten mich in einem Turm nahe Nebelwacht ein. Ich konnte das Schloss knacken und verschwinden, als die Wache schlief. Aber nun habe ich mich verlaufen. Könnt ihr mir bitte helfen? Ja, wenn ihr in diese Richtung etwas nach hinter euch geht, ihr seht sie schon von hier. Das ist Weißlauf. Ich bin dort der Tarne. Geht dorthin, wenn ihr Hilfe benötigt. Oh, danke. Aber ich komme allein klar, nachdem ihr mir den Weg gezeigt habt. Allerdings muss jemand diese Banditen aufhalten. Sie sind in Nebelwacht. Hier, ich zeige es euch auf der Karte. Wenn ihr sie aufhalten könnt, seid ihr ein wahrer Held. Ist das so? Na gut, wie gesagt, nach hier drüben, dann seid ihr in Weißlauf. Jetzt solltet ihr mit offenen Armen empfangen werden. Nebelwacht also. Das muss wohl ein größeres Banditensyndikat sein, wenn die sogar schon Leute entführen. Jetzt die Frage. Na, ich möchte erstmal wissen, was Delphin so Neues hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie keine guten Nachrichten hat. Schließlich müssen wir immer noch herausfinden, wer die ganzen Drachen zurückbringt. Mirak kann es ja nicht gewesen sein. Der war selber ein Drachenblut und im Dienste von Hemoes Mora, dem alten Fischauge. Aber ich glaube nicht, dass es Mora darauf anlegt, Drachen wieder zu beleben. So unabhängig, wie sich die ganzen Detra geben, so abhängig sind sie doch von uns Menschen.
Sind es nicht unsere Gebete und unsere Geschenke, die wir ihnen machen, das ihnen ihre Macht gibt? Wenn mich die Geschichte von Auriel etwas gelehrt hat, ist es, wenn man sie vergisst, verlieren auch sie ihre Macht. Deswegen liegt es den Dedra überhaupt gar nicht im Interesse, uns Menschen loszuwerden, sondern uns möglichst lange bei der Stange zu halten, um von uns zu profitieren. Gerade zum Beispiel Lord Shigalik hat mir diese Aufgabe erteilt, hier Ordnung reinzubringen. Gerade er ist ziemlich spärlich vertreten hier in Skyrim. Ich glaube ihm das auch. Schließlich musste er sich immer gegen seine Geschwister durchsetzen. Außerdem habe ich mal eine Geschichte gehört, dass Chigalek und Sheogorath eine Zeit lang dasselbe Wesen gewesen sein sollen. Sheogorath im Wahnsinn ein Reich errichtet hat, Chigalek sein eigenes Reich der Läuterung wieder zerstört hat, und so hat der Zyklus immer wieder von vorne begonnen, bis der Held von Quatsch ihn befreit hat. Seitdem ist, glaube ich, der Held von Quatsch Sheogorath. Es kann natürlich auch ein Märchen nur gewesen sein. Nein. Ich habe einen Plan. Einen Plan. Gut, dann zeigt mir diesen Plan. Oder erzählt mir, was ihr euch ausgedacht habt. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Das ging ja schnell. Ich mache das hier schon sehr lange, erinnert ihr euch? Während die Talmor nach mir gesucht haben, habe ich sie beobachtet. Und wie lautet euer toller Plan? Man kann ja wohl schlecht einfach bei diesen Spitzohren so einmarschieren, nicht wahr? Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Und ihr seid euch wirklich sicher, dass dieser Kontakt vertrauenswürdig ist? Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Okay. Dann werde ich mal nach Einsamkeit gehen und mich mit diesem Malborn treffen. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Aber ich habe mich hier noch gar nicht so richtig umgesehen. Oh, ein Stahl da. Ob sich das da richtet? Looks like we're going to a party. And what makes it more interesting is that there's going to be a little heist or thievery work while we're there. Ooh, spicy. It's kind of like in some of the stories I used to read. Classic espionage. Ich nehme das ziemlich gut auf, Serana. And you aren't? It's a party. A Thalmor one, but they'd still have the finest wine and the most exquisite food. A good break from what we've been eating recently. I also think you probably know this by now, but I'm not all gloom and dreary. I do have interests, and two of them just happen to be high-end parties and alcohol. Alkohol, wohl eher.
Oh, and you're a saint? Come on now. I enjoy the pleasantries of life. Nothing wrong about that. Ich trinke keinen Alkohol. Ihr wisst das. Hey, even I can get tired every now and then. Finally, a place to just relax. Schwert der Klingen. Könnten wir uns... Ist das so, Nebula? Gut. Wir haben unsere Aufgabe. Nach Einsamkeit. Das trifft sich aber eigentlich ganz gut. Das trifft sich sogar sehr gut. Denn wir sollten ja noch die Wolfsschädelhöhle. Wir könnten da eigentlich einen kurzen Abstecher machen, indem wir die Kutsche nach Drachenbrücke nehmen. Von Drachenbrücke aus zur Wolfsschädelhöhle gehen, das säubern und dann nach Einsamkeit gehen. Dann können wir gleich Bericht erstatten und das gleich verbinden. Dann nehmen wir doch die Kutsche nach Drachenbrücke. Gut. Die Reise war mal wieder holprig wie eh und je. Now holding a hoe seems foreign to me. Ach. Kein Problem. Serana und Valerika sind irgendwie verloren gegangen. Ah, die werden schon wieder zu uns finden. In der Regel sind sie ja dann wieder da. Oh, doch nicht. Naja. Was ist das denn da oben? Helles Licht. Sturmatronach. Freund, Feind. Und gefällt euch das? Das sieht mir nach Ständer aus. Ich werde euch nicht sehen. Lass mir mal helfen. Was macht denn ein Sturmatronach? Macht denn einfach ein Sturmatronach hier? Facette, hä? Ich habe ja schon mal getroffen. Ah, schließlich ist... Müsste ein fahrender Händler sein. Bleib bitte weg, solange dieser Zauber aktiv ist. Okay, okay. Also. Ja, wir haben uns ja bis jetzt noch nicht verscherzt mit ihnen. Die Damen, die Herren, wie geht's? Einfacher Bürger. Magier, die so herumlaufen, bringen die Magie in Verruf. Ist das so? Ihr solltet euch schämen. Ja, ja. Ihr solltet euch wohl eher schämen. Ziemlich dicke Lippe, die sie hier riskieren. Sobald ich König von Skyrim bin, wird dieses Gesindel ausgetrieben. Das ist die erste Amtshandlung, die ich machen werde. Talmor dürfen sich unbewaffnet gerne in meinem Reich bewegen. Aber nicht mehr bewaffnet. So, hier müsste diese Wolfschädelshöhle sein, oder wie sie heißt. Yo. Au. Ein klapperndes Skelett. Ich frage mich, was ein normales Skelett so schönes macht. Das muss sie sein. Wolfschädelhöhle. Ah, haben sich die Herrschaften wieder eingefunden. Das ist aber schön. Ich hoffe, ihr habt euch mit eurer Mutter aussprechen können. Das heißt, hier sind Totenbeschwörer am Werk. Ich bin mir sicher, die sind nicht gut auf uns zu sprechen. Ist ja gar nichts. Warum sollte man denn hier lang wollen? Egal.
Aber ich bin ja kein Schlei... So. Da läuft der einer. Da. War aber nicht. Ist doch nur ein kleiner Drauger. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht der einzige ist, der hier... Das muss mal ein alter Minenschacht gewesen sein. Ist da jemand? Ja, ich bin was? Hier. Was? Hier seid ihr. Weg mit euch. So. Oh. Mach die tot! Dusch! Der ist endlich. Autsch! Wie viel Leben hat der denn? Weg mit euch! Toten beschwören. Da ist einer runtergefallen. Muss man die jetzt wieder beleben? Wer hat hier Totenbeschwörung eingesetzt? Ah, the smell here. Let's try to handle this quickly. Ja. Muss das sein? Valerika? Natürlich muss das sein. Lösen wir sie von ihrem Leiden. Könnten wir das sein lassen? Es hat keine gute... Meine Reputation leidet als König darunter, wenn da meine Untergebenen ständig Tote beschwören. Das scheint mir eine uralte... Okay, eine uralte Katakombe zu sein. Ihr hättet mir ruhig helfen können. Alle da? Ah ja, alle da. Das sieht nicht gut aus. Das ist nichts, was ich als zukünftiger König einfach so gewähren lassen kann. Alles voller Drauge. Die versuchen hier irgendjemanden zu beschwören. Was zum? Mach das nicht! Nur hier seid ihr gekommen. Autsch. Bitte nicht ins Feuer laufen. Mir fallen. Wolfskönigin, höre unseren Ruf und erwache. Wir rufen euch herbei, Potema. Seid ihr des Wahnsinns? Potema? Lange schlief dir den traumlosen Schlaf des Todes, Potema. Doch jetzt nicht mehr. Hört uns, Wolfskönigin. Wir rufen euch herbei. Können doch nicht die Tote, die können doch nicht. Sag noch mal zu. Sag den Tod. Spinn doch. Wie kann man. Es gibt einen Grund, die Idioten, warum man die Wolfskönigin verbannt hat. Eine so mächtige Totenbeschwörerin wiederbeleben zu wollen. Lach nicht so doof. Wo bist du denn eigentlich? Da. Noch einer? Ah, einer hat doof gelacht. Du da. Na komm. Aber nichts. Willst du nochmal? Komm, willst du nochmal? Kein Problem, ne, ne. Der hat nur ein bisschen mein Schild aufgeladen. Da oben sitzt einer. Lass uns den. Lass uns den mal. Och, das hat wieder nicht getroffen. Autsch! Ja, ja, bringt mich zurück in dieses Reich. Autsch. Wie unsere Worte euch rufen, bindet euch das Blut der Unschuldigen, Wolfskönig. Da oben ist einer. Ah.
Ja. Weg mit dir. Also eine Reiterklinge, kannst du mal nach Hause nehmen. Sehr schön. Hab ich mal aufgelöst. Ist noch jemand? Du da. Na, bist du zuschlagen? Oh, aua! Prügelt dem hier einfach sein Schwert. Besser gesagt. Ist das so? Oh, wir haben also. Oh. Na, kommt her. Weg mit euch. Ritualmeisterin. Noch jemand. Autsch. Weg mit euch. Schwarzer Seelenstein. Da oben müsste noch jemand sein. Dann haben wir das Gesindel ausgerottet. Weg mit euch! Ich glaube, ich habe etwas übertrieben. Habe ich mal seinen Kopf verloren. Das müssten alle gewesen sein. Ich habe wohl ein bisschen übertrieben. Ja, der Rest, der kann jemand anderes besser gebrauchen als ich. Ich glaube, diese Verzauberung habe ich bereits. Gut, dann können wir Falk Bescheid geben, dass wir das alles gesäubert haben und er aller Ruhe. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die mächtig genug sind, Potema an sich zu binden. Schrein von Meridia. Ich frage mich eigentlich, habe ich damals ihren Stein schon gefunden? Wenn wir schon gerade hier sind, könnten wir Meridia. Ach, wir machen es. Auch wenn Lord Chigalek wohl nicht so erfreut ist, ist Meridia wohl die eine der wenigen Schwestern, die er nicht abgrundtief hasst. Schließlich hasst sie die anderen Detra genauso gleich und Untote. Bevor ich noch länger diesen Stern mit mir rumtragen muss, keine Ahnung, vielleicht entscheidet sich dann Meridia plötzlich einen Fluch auf mich zu legen. Machen wir das doch gleich. Ja. Ist wirklich kalt hier. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Gute Frage. Bringt mir meinen Stern zurück, sodass ich euch zu eurem Schicksal führen kann.
Das ist so. Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Das gefällt mir gar nicht. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Totenbeschwörer also. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Ja, nur, ihr wisst, ihr merkt es sicher, ich habe meine Seele bereits Lord Chigalek versprochen, aber ich glaube, dass euer Bruder euch noch am wenigsten hasst als eure anderen Geschwister. Deswegen werde ich es machen, falls ihr mir mit eurem Licht meinem Königreich zur Verfügung steht. Natürlich. Ich habe es befohlen. Super. Jetzt gilt, das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel und er hört auf meinen Befehl. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinabsenden. Führt dieses Licht durch meinen Tempel, dann werden seine Türen sich öffnen. Oh, und ich werde wahrscheinlich sterben. Bitte lass mich. Nein. Ihr habt das auch gesehen, oder? Da war ich der Einzige, der Flugstunden genommen. Ja. Hier ist eine Drachen. Luft. Und wo hat euer Tempel denn einen Eingang hier, bitteschön? Aha, wahrscheinlich weiter unten, ne? Das ist der Sockel. Okay, hier ist es nicht. Da drüben ist etwas. Oder war das... Wo auf der... Schon hier, oder? Expertentruhe. Kann man sich jetzt tagelang vergnügen? Okay, das war nicht schlecht. Oh! Und drin sind wir. Mauer. Naja. Gut. Hier soll es also reingehen. I mean, this one is at a loss for words. Ja. Aber hier komme ich doch gar nicht rein. Hm.
Aber ich musste ich doch den Stein mitnehmen. Wirbelwind sprint wieder rüber. Machen wir da ein bisschen. Sonst müsste ich alles wieder rundherum laufen. Dass ich das verhindern lassen würde. Ich das gerne so machen. Göttliche Macht. Und zwar. Krankheiten geheilt. Sehr schön. Ah, hier ist dein Eingang. Wusste ich's doch. Diese Türe war so gemeint. Wir haben ja Sunburst. The air surrounding this place. Hallo, Chickalack hat mich jetzt nicht verlassen, oder? Nein. Chickalack. Ja, man merkt das richtig hier. Ist hier. Dunkle Magie an der Tagesordnung ist. Ja. Du bist schon das erste Zeichen dafür, dass hier dunkle Magie. Schauen wir hier mal rein. Na super. Och, und ich komme in ein Adeptenschloss nicht rein. Da oben. Das kann mir doch nicht wahr sein. Geht doch. Ah, okay. Und wohl hier weiterzugehen. Alles Pfeile für Sarik. Wo ist er eigentlich? Da hinten. Sarik? Hm? What is it? Zu eurer Ausrüstung. Hm? Was rennt ihr mit einem riesigen Zweihänder rum? Mit wen habt ihr denn? Wer damit? Khajiit will follow. Wo ist Nibira? Nibira? Ich habe hier was für euch. I can guard you. Das ist sehr schön. Könnt ihr was für mich tragen? A few septims for carrying this all would be greatly appreciated. Ihr werdet von mir schon jetzt super bezahlt. Behalten wir mal noch. Nehmt das mal zu euch. So, we're all ready to go. Ja. Und wir sind auf dem Weg gegen verweste Leichen wohl. Treten. Ich spüre. Schon ein riesiger Tempel gewesen. Das muss man. Ah. Ich sehe jetzt zwar überall Tote, aber keine Leute, wo ich sagen müsste, nichts, was wir nicht regeln könnten. Ah. Ha. Oh, wow. Oh, oh. Das sind so schwebende Skelette. Der hafte Überrest, das sind so kaiserliche Sch. Da ist ja noch einer, na? Der konnte nicht mal was machen, der Arme. Ja, mir geht's gut, keine Angst. Das sind ja nur Untote. Die hier geht.
Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch ein bisschen bereichern, nicht wahr? Da hinten ist einer, ne? Die sind da nicht sonderlich mächtig, das muss man... Und was wartest du? Auf schönes Wetter? Dümmliches Wesen. Okay, wir müssten eigentlich nach dort oben, aber ich würde mich gerne hier noch umsehen. Keine Ahnung, wo das hinführt. Das nehme ich natürlich immer gerne. Oh, Smaragd. Serana? I'm glad you're here. Ja, ich bin auch froh, dass ihr da seid. Denkt ihr gerade an was? Everything looks so derelict. Such a desolate place to live in. Ich glaube nicht, dass da noch jemand drin wohnt oder wohnen möchte. Who's there? Nur hier seid ihr gekommen. Ja, war wohl nichts. Well, that's done and done. Hopefully that's the last of them. Nein. Die sind da oben. Das ist in der Regel nie der Letzte. Da ist doch noch einer. Wo ist er denn? Autsch! Komm! Können wir noch was entzaubern, wenn ich schon gerade hier bin? Wo ist Ausdauer? Sturmkühl. Sehr schön. Eine Expertentür. Super. Oh. Und drin sind wir. Für 5 Gold. Toll. Okay. Yep. Haben viel Gold bei sich. Ah, hier waren wir ja schon mal. Trifft sich gut. Hier sollten wir jetzt reinkommen. Bis jetzt hält sich das noch in Grenzen, was hier rumkreucht und fleucht. In Sachen Untote. Sie sind zwar da, aber so mächtig sind sie jetzt nicht, ne? Ist tot. Oder hat einen großen Zweihänder, ne? Schlag zu. Okay, da ist noch was. Sehr schön. Sehr schön. Der Rick. Ich wollte viel immer Mirak sagen, aber ihr seid gar nicht Mirak. Tragt nur die Rüstung. Wo ist die Tür aufgegangen? Hinter mir. Frage ist... Ah, wir müssen hier rundherum, sonst kommen wir in den Käfig nicht rein. Hier müsste noch einer sein. Na, wisst ihr noch was? Aber nicht. Und weg. Das ist ein ziemlicher Schwächling. Die jedenfalls. Nicht so wie Mirak. Der hat ziemlich den Boden mit mir aufgewischt. Generell Solstheim ein hartes Pflaster. Oh. Was ist das? Oh. Oh. Ich bitte zu entschuldigen.
Ah, so kommen wir in den Käfig rein. Der uns hier rumführt. Operiert. Sehr schön. Und drin sind wir. Da ist ein Fuß. Falls jemand seinen Fuß sucht, könnt ihr euch hier einen besorgen. Hier geht's weiter. Hoffe ich zumindest. Noch einer. Einer mit einem Zweihänder. Michel Schwächlinge. Autsch! Autsch! Ah ne, das war euer Eisstachel. Ich würde diesen Malkoran gerne mal persönlich treffen. Und ihm zeigen, dass das so hier nicht geht, wie er sich das vorstellt. Das Gute ist ja, dass ich in schwerer Rüstung keinen Schaden erleide. Und seine Vorteile. Da müsste er wohl sein, Malkoran. Keine Ahnung, was uns hier unten erwartet, meine Damen und Herren. Aber es ist sicherlich gut, dieses Böse vom Angesicht der Welt zu tilgen. Auch immer er sich versteckt. Aber das Geld nehmen wir mit. Und die bringen auch viel Geld. Das jetzt weniger. Aber jedes bisschen Geld zählt. Ja. Wir kommen wohl dem Hauptaltar immer näher. Da ist er doch. Seid ihr bereit? Oh! Oh! Sehr schön. Irgendjemand hat mich mit Eis tötet, den Bastard. Der Koran ist tot. Stab des Meteors, Clownrömer. Das wird euch eine Lehre sein. Mach er noch ein Licht? Es ist vollbracht. Der Schänder ist besiegt. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Dämmerbrecher. Mal hier erstmal die ganzen Leichen untersuchen. Die haben ein Heidengeld. Da ich knapp bei Kasse bin. Oder besser gesagt, das Reich, was Teures ist, sollten wir uns diese Geldquelle nicht entgehen lassen. Dämmerbrecher. Nicht schon wie. Schon wieder? Der Koran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen, auf dass mein Einfluss wachse. Ich behalte euer Schwert, Meridia. Aber jemand soll eure Religion verbreiten. Das bin nicht ich. Ich bin ein bescheidener Diener, Lord Chigalak. Die Ordnung ist alles, was unsere Welt noch beisammen hält. Kein
komisches Licht, das Untote tötet. Es ist die Ordnung, die uns weiterbringen wird. Deswegen sucht euch einen anderen. Es spielt keine Rolle. Die Pflanze weiß nichts von den Strahlen, die ihr die Wärme der Sonne bringen. Wenn ihr den Dämmerbrecher tragt, so wird mein Licht die Welt berühren. Oh nein. Oh, das ist nicht gut. Und ich. Sarik? Raining again. Khajiit is not sure about you, but he is very much looking forward to the smell of wet fur and his incessant shivering. Kann man so sagen. Was? Habt ihr? Darf ich etwas fragen? If you must. Wie verarbeitet ihr das Ganze, Sarik? You are a quiet one, Sarik has noticed. Even when you speak, he has difficulty hearing you. As though your voice were only in his head. Why is this? It is even stranger for one who has mastered the dragon tongue, yes? You can shout with the legends themselves, but speaking, out of the question. However, Sarik will not judge, and in fact he prefers a certain measure of quiet in his comrades. It makes stealth and sneaking that much easier. Just don't be afraid to speak up going forward, yes? Sarik's ears are good, but they do not work miracles. Ja, bin ich zu der Redselige. Hier was zu sagen, Nebra? Well, don't you look like a skeever's nest? Und ihr seht aus, als hättet ihr längere Zeit nicht gebadet, also haben wir beide etwas davon. Weiter geht's. Irgendwas zu sagen, Serana? What is it? Haben wir gerade an was ihr denkt? I can't imagine living here, or being dead here, or whatever they call it. Ugh. Okay, naja, hier will man ja auch nicht leben. Nicht mehr. Dann wäre das auch abgeschlossen. Ja. Dawnbreaker. Nichts, was ich einsetzen kann, wenn zwei meiner Begleiterinnen Vampire sind. Naja, ich werde es einfach mal bei mir tragen. Man weiß ja nie, was man damit machen kann. Gut, dann lasst uns... Kann man so sagen. Dann würde ich sagen, auf nach Einsamkeit und diesen Malborn besuchen.